Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Neue Folge von Kühnes Kochkanal und frohe Pfingsten wünschen wir. Heute gibt es ein schnelles Rezept, hat den Hintergrund, dass wir jetzt in Urlaubsvorbereitung stecken. Deswegen machen wir auch eine kleine Pause. Nächste Folge gibt es dann am 23.06. Und heute wünschen wir euch viel Spaß bei unserer Hähnchenlauchpfanne. Hier die Zutaten für unsere Hähnchenlauchpfanne. Sehr überschaulich heute. Hier haben wir Hähnchenfleisch, gewürzt mit Salz und Pfeffer, Bauchspeckstreifen. Nachher brauchen wir Kochsahne, eine Stange Porree und ca. 300 Gramm Champignons. Ja, zuerst lassen wir unsere Speckstreifen auf. Jetzt geben wir unser Hähnchen den Fleisch dazu. Das Ganze lösche ich jetzt mit einem Schuss Rotwein ab, den ich im Vorspann vergessen habe. Das Fleisch haben wir jetzt herausgenommen und jetzt kommt unser Champignon und Porree Mix dazu. Das Gemüse ist jetzt gut angeschwitzt. Jetzt geben wir wieder unser Fleisch dazu. Verrühren alles miteinander. Jetzt geben wir ungefähr 125 ml Kochsahne dazu. Waren 250, egal. Nee, 250 sind drin. Lassen das Ganze noch ein bisschen köcheln. Ja, und dann kann es erwähnt werden. Mach die 250 rein, damit wir da Soße drin haben. Okay.